Die bringen mich noch zur Verzweiflung. War auf jeden Fall wirklich das geilste Ablenkungsmanöver ever. Es war schön, den Creeper vor der Haustür explodieren lassen. So. Jetzt übrigens, du brauchst jetzt noch eine Tür. Ja, warte mal, ich weiß, wo ich eine kriegen kann. Der Creeper hat hier unten die Wände, die Bilder von den Wänden gerissen, ne? Ja, Ich bin genau. da meinen Armen nicht drauf. Erik, Ja? ich habe hier gerade ein Schild gebaut. Hier steht nirgendwo mein Name drauf, obwohl ich gespeichert habe. Okay, warte mal. Okay, hast den. Na, warte, ich komme gleich nochmal hoch. Warte mal kurz. Nochmal. Du musst auf jeden Fall dir eine Zeile aussuchen, dann den Namen reinschreiben, dann fertig drücken und dann nochmal runter auf fertig gehen. Also nochmal, kriegst ja nochmal das Schildmenü, ne? Da musst du auch nochmal auf fertig klicken. Wohin das Bild? Hier? Hab ich ja, aber macht er ja nicht. Okay, aber dass da nichts drauf steht, ist eigentlich ungewöhnlich. Ach nee, es hing doch da drüben. So. Dark. Nee, so hing das glaube ich aber nicht, oder? Fertig, gedrückt. So. Nee, auch nicht. Ja, jetzt. Super, endlich. Mann. Ja, eine Folge Bilder aufhängen. Hammer. Alter, wie selten dieser scheiß Schädel kommt. Krone. Nein, nein, ja. Auf jeden Fall noch ein paar Holzplatten. Auf jeden Fall. Tja, wir müssen glaube ich alle nochmal holzen gehen, weil ich habe auch kein Holz mehr. Fabi, sein Haus ist auch wieder fast repariert. Ach ja. Auf dem Dach auf jeden Fall sehr kunstvoll repariert, sehe ich gerade. Ja, ne? Die Holzblöcke einfach so da reingesetzt. Oh, Hammer, ey. So. Ich gehe mich mal kurz von der Klippe stürzen. Oder vom Fabis Haus. Wie oft wir hier in diesem Dorf Suizid begehen. Moment, hier hat irgendjemand den einen Block weggenommen. Jemand hat meine Suizidfalle zerstört. Oh mein Gott. Hast du eigentlich schon das wunderschöne Haus von deinem Bruder gesehen? Nachdem es in Luft gejagt ist, worden ist von einem Creeper. Sehen nicht, nö. Muss mal herkommen. Ich hab's ein bisschen repariert. Es ist eine wahre Schönheit geworden. Mit Der Creeper stand Wolle hier und so, wa? Und hat Schnee. uns durch die Scheiben angeguckt. Ich hatte ihn eingesperrt gehabt. Und was hat macht Kevin? Er schlägt das Glas weg. Opfergabe, so. Oh, Auto speichern. Denkt dran, um 22:30 Uhr geht dein Router aus. Oh ja. Ich gucke auch schon gerade die ganze Zeit. Wir haben schon eine halbe Stunde, ist doch nicht schlecht. Ich habe irgendwie Hunger. Jetzt habe ich aus Versehen mein Fleisch weggeworfen, anstatt es zu essen. Ich könnte schwören, hier hinten war nichts. Wer hat denn hier die Baumstämme rausgenommen?
Nimmst du gerade selber die Baumstämme raus oder waren die schon weg? Baumstämme. Ich bin hier Fabi. gerade in meiner Kiste. Fabi. Waren die Baumstämme hier schon raus oder nimmst du die gerade raus? Weil eigentlich waren ja hier in dieser Leiste überall Baumstämme drin. Ich glaube, da hat sich mal irgendjemand Ausgenommen, aber ich erschrocken. kann so wieder einbauen. Du kannst doch umändern. Ich habe mich gerade bloß gewundert. Nicht, dass Shifu sich das eine. Sag mal, sehe ich das gerade richtig? Komm kurz her. Bestätige mir, was ich sehe. Sind hier drei Bäume direkt nebeneinander gewachsen? Ja. Okay, mehr wollte ich nicht wissen. Cool aus. Wer habe ich so eingepflanzt? Sorry. Ja, ist ungewöhnlich. Ah, Also sieht in der cool. PC-Version geht das eigentlich nicht. Holzwand. Aber hier anscheinend schon. Cool. Es Das ist ist mit der. schön. Wirklich, ganz ehrlich, also Fabi findet es nicht auch mit der Hose, ne, die er jetzt anhat und dem weißen T-Shirt, sieht der, dieser Skin, den Kevin hier hat, der Sportler, so ein bisschen aus wie so ein Nerd. So direkt eine bis nach oben gezogene Hose bis zum Bauchnabel. Sieht Ja, aus wie so ein sieht echt typischer, schick aus. Nerd, so ein bisschen, Fehlt mir ne? nur die Lederkappe. Aber. Die mich jetzt ärgern? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte bloß sagen, wie schick du doch aussiehst mit deinem mit deiner hochgezogenen Hose. Würde ich jetzt auch sagen. Naja. Mein Kühlschrank ist Ich werde leer. jetzt erstmal. Frechheit. Hätte man mir irgendwie mal noch eine zweite Tür bauen, bevor das dunkel wird? Du hast dort drin noch eine Tür. Würde jemand dann ganz unten kurz mal die Tür abreißen, wo der Knüppel ist? Der Schalter, die habe ich da aus Versehen reingehangen. Da ist eine Tür. Da habe ich eine Tür. An den Schalter. Ja, da ist eine Tür. Was war jetzt eine Tür? Ach so, danke. So, Fabi, sein Haus ist mittlerweile auch wieder sicher. Weiß nicht, was damit passiert ist. Wie gesagt, dein Bruder hat genau zwischen deinem Haus, also in der Ecke hier, zwischen deinem Haus und meinem Turm, einen Creeper explodieren lassen. Woraufhin mein Turm leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, also wirklich nur ganz leicht, das Glas ist ganz geblieben. Aber dein Haus hat es halt irgendwie ein bisschen schwerer erwischt. Da war ja vorne die komplette Front war weg. Also hier dieser ganze Bereich bis zur Tür war komplett zerstört. Das Einzige, was noch passiert ist, hier ist die Fackel abgefallen. Du Ich nervst nehme da scharf. Sicherheit mal meine Schlafzimmertür raus. Ne? Genau. Du wolltest eine Tür. Mann, ich hol die Also aus dem Keller. okay. Ich hol die aus dem Keller, warte. Hättest du jetzt auch selber geholt. Nein, ich bin da nicht so. Spazieren nicht immer alle Leute in mein Haus. Holzhacke habe ich außerdem falsch gegriffen. Ich wollte eigentlich die Holzaxt erstmal haben. Falsch gegriffen. Böller habe ich jetzt auch wieder. So. Baumstamm kann drunter. Ich frage mich, wann ich das nächste Mal Shifu trolle. Eigentlich müsste man direkt unter seinem Haus so lauter TNT-Blöcke platzieren und dann eine Trittplatte hinter seine Tür legen. Wenn er dann die Trittplatte betritt, dann macht es bloß ein Bumm und an der Stelle seines Hauses ist ein riesiger Krater. Ich würde sowas toll finden. Allerdings habe ich dann die Angst, dass ich beim nächsten Mal dann das halbe Dorf wieder aufbauen kann. Weißt du, ich gehe dann so meinen Turm rein, auf einmal zünden sich so ringsrum um den Turm überall TNT-Blöcke. Ich glaube auch. Ist der ganze Strand nur noch ein einziges riesiges Loch. Und dann schwebt da oben so die letzte Da Spitze vom drin. Turm. Sagen wir, es ist ein bisschen sauberes Fenster, aber da ist gar kein Glas drin. Ach ja. Ich gehe mal ein bisschen gucken, was die Zombie-Höhle so von sich gibt für Laute. Ja, wir können jetzt mal das kleine Let's Show anfangen. Das hier ist unser kleines Dorf. Und das hier wird Der dann Nacht. irgendwann mal mein Haus, wenn es dann mal fertiggestellt wird. Und hier haben wir einen Monsterkeller. Ohne Monster. Ja, die Höhlen werden hier noch dunkel gemacht. Dann kann hier immer schön. Hi, Zombie. Na komm.
Oh, jetzt ist er aggro auf mich. Folgt er mir? Ja, fein. Ja, fein. Idiot. Man merkt, dass er hürenlos ist. Er rennt gegen die Wand, anstatt mich zu verfolgen. Dann können die immer schön aus dem Keller rausscheißern, wie der es gerade tut. Und wie sind die Monster gerade weg, ne? Also abgesehen von dem einen Zombie, der mir hinterherläuft. Oh, 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 oh. Man sollte es nicht so laut sagen. Kevin? Ja. Guck mal bitte zur Tür raus. Rennt ihr denn immer bei mir rein? Du warst jetzt am nächsten. Ah. Hauptsache eure Häuser fliegen hier in der Luft, wa? Mein Turm hat schon mehr als genug gelitten. Scheiße ist bloß, an meinem Turm hängt der ganze Massi-Stone, also die Muster. Renn mal zu Shifus Haus. Renn doch zu Shifus Haus. Macht sich gerade ein bisschen scheiße, meinst du nicht? Obwohl doch, es gibt ja eine Möglichkeit. Bis dann. Er folgt dir trotzdem noch. Da ist er. Oh! Man hört nur einen Schrei und dann. Oh, ein schickes Loch. Oh ja. Es waren zwei im Übrigen, ne, Kevin? Der war gelungen. Und eine Spinne hat dich fixiert. Sie hängt an deiner Hauswand. Ja, ich merk schon. Aber ich kann sie nicht töten, weil sie verbuggt ist. Ich kann jetzt ewig auf sie einschlagen und sie wird nicht sterben. Es sei denn. Hängst du da oben? Ich glaube, die müsste mal töten, die ist verbuggt, die. Da ist er. Die. Au. So. Wie misstrauisch er gleich guckt. Warum machst du mir die Tür auf? Da stand so ein Schwein, das hat so sehnsüchtig reingeguckt. Ah ja. Ah, der Boden ist aber schön weg. Oh ja, die ganze Straße ist im Arsch. Oh, ein Skelett. Mich kriegst du nicht! Ich bin tot. Eigentlich wollte ich ja sagen, ich bin Sparta, aber. Warum habe ich so viele Holzschwerter? Ich glaube, das müssten noch eure sein. Also. Also nicht von Shifu und so müssten die eigentlich sein. Oh mein Gott, sie haben. Der Creeper hat meinen Hundestall misshandelt. Wieder zwei Knochen. Knochen. Boah, backt der voll gerade. Ach. Aber das Holz ist nicht kaputt gegangen, ne? Das lag hier noch so rum. So. Zombie, ich hab dich gehört. Wo bist du? Alter, ist der Wald hinter Shifus Haus dunkel. Ich möchte nicht wissen, was der da nachts immer treibt. Und hinauf. Ein Creeper! Kommst du?
Stimme. Der rein. Du. Möchtest du bei einer Shifu besuchen gehen? Der hat da interessanten Besuch dabei. Komm gerne. Wer denn? Wo bist du? Jetzt hat da ein Huhn und ein Creeper am Haus. Herrlich, ey. Alter Schwede. Nicht mit Creepern spielen, da verbrennt man sich nur die Finger. So, mal gucken, was das Vieh kaputt gemacht hat. Ups. Ja, Shifu, sein Haus wurde tatsächlich... Der hat eine Crafting-Box eingebuddelt? Warum denn das? Alter, denn eine Hunde, das sieht aus. Shifu, sein Haus wird in der Tat immer schöner. Bett auf, mir fehlt Glas. War hier noch Glas? So. Ja, einmal. Alter, wenn wir hier, wenn noch mehr Creeper bei dem in die Luft fliegen, ja, dann besteht sein Haus bald nicht mehr aus Baumstämmen, sondern nur aus Dreck, Cobblestone und Wolle. So. Genau, ich wollte Kevin ein paar Kisten hinstellen. Bisschen Glas mitbringen. Ich habe kein Glas mehr. Meine großen Glasvorräte sind aufgebraucht für das Gewächshaus auf der anderen Seite der Karte. So. So, jetzt haben wir 4 Steinachsen gemacht. Da hatten. So. Komm her, dir gebe ich noch einen mit, du Drecksvieh. Verdammt, hat mir einen mitgegeben, aber richtig. Ich hab ihn da geschlagen, vielleicht hat er was gedroppt. Komm, die Katze! Dieser Piss hat natürlich doch einen Knochen hat er fallen lassen. Ist praktisch direkt um die Ecke krepiert. Wie hast denn du Glas hergestellt? Du musst in den Ofen Sand packen und Kohle oder Holz. Sand und Kohle oder genau. Holz? Kohle oder Holz, genau. Sand halt oben und Kohle halt unten dann. 8 Kohle reichen für 60 Sand. Sand brauchst du gar nicht abbauen. Geh mal zur Schmiede. Achtung! 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 Von hier! Lauf zu Shifus Haus! Lauf zu Shifus Haus! Wo ist der Shifus Haus? Straße hier wo ist er denn? Oh, da unten steht er. Hä? Wen von uns beiden hat er jetzt anvisiert? Nein! Gib das sind noch weg, 7 Minuten. Das sind noch 7 Minuten. Okay, wir machen noch den Creeper platt und dann wird hier mal gesaved und beendet dann auf jeden Fall. Du darfst nicht so nah an der Kante stehen, sonst explodiert der Scheißvieh. Der ist voll verwirrt, guck mal. Okay. Geh zur Schmiede, da ist doch noch Sand. In der Kiste. Ach nee, ich mach hier. Ja, das Problem ist, der Sand hier soll eigentlich stehen bleiben. Nimm nur den Sand von dem Rand.
Ja, der war ja, den habe ich ja extra mal platziert, der ist ja nicht natürlich hier gewesen. Da macht man sich die Mühe, platziert hier mühevoll Sanddünen, und dann kommt da einer und baut das einfach alles ab. Da ist ja noch ein Creeper hochgegangen. Ihr seid keine Ahnung. An der Hundehütte. Alter, ihr seid so eine Mistkerle, ganz ehrlich. Ich weiß ganz genau, dass da vorhin kein Loch war. Ich weiß auch ganz genau, dass vorhin die Hundehütte nicht im Arsch war. Ach, du bist so ein Sack, ey. Alter, wenn die Hunde... Ah, jetzt leuchtet. Ich jag dein Haus in die Luft. Alter, wo sind die Hunde? Alter, wo sind die Hunde? Du Ecke, Alter. Ich kam da hoch an und das Haus war weg, wo ich da hingeguckt hab. Alter, die Hunde sind tot, ja. Ja? Oh. Wollen wir noch... Was war das? Holz. 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 Alter. Nee, da geht nicht nochmal runter, auf keinen Fall. Verdammt, Mann, die sind doch hier so scheiße selten, Alter. Jeder. Da ist eine Kuh, komm mal her, meine Hübsche. Ich will ein Leder haben. Ja, du doofe Kuh. Oh, danke für dein Leder. Da sind noch ein paar Kühe, kommt mal her, meine Süße. Braves Mädchen. Oh, die tot. Erik, ich glaube, ich habe hier was gefunden. Sieht aus wie ein Wolf. Da zwei davon. Hier hinten, wo ich bin, hier sind zwei. Okay, machen die da hinten? Haben die ein rotes Haar? Ich kann mal was ausprobieren. Nö, gar keins. Ich will mal probieren, einen zu ködern. Will mal auch einen haben. Sonst die spawnen die noch. Hatte ich mit Robert auch schon, mal zwei gefunden gehabt und hatte mir gerade meine Knochen hier rausgeklaut. Von rechts wegen, ja, sind das eigentlich meine Hunde, weil ihr habt meine nämlich in die Luft gejagt. Ah, vor allem wir schon wieder. Auf die Kleinen. Wie viele Knochen hast du denn? Ich hatte nur, eigentlich hatte ich generell vier, jetzt waren es aber nur noch zwei. Okay. Du musst bei dem dranbleiben, auf jeden Fall. Schon mit den anderen. Hier. Der ist gerade gezähmt. Wenn er Herzen hatte, dann ja. Einen habe ich. Ahnung. Hat er ein Halsband? Der beachtet mich nicht. Nee, hast nicht gezähmt. Hab beide. Voll. Alpha Wolf. Cool, jetzt hast du den Erfolg. Hier für die nächsten Wölfe. Ja, ich hab beide jetzt. Ah, cool, du brauchst also gar nicht ständig fünf Wölfe, sondern kannst auch einfach fünf Stück hintereinander haben. Also kannst dir einen Wolf zähmen auf einer Karte, noch einen Wolf zähmen auf einer anderen Karte, oder ich glaube auf einer Karte. Aber du brauchst nicht gleich fünf Wölfe haben, sondern kannst auch einfach fünf Wölfe besuchen. Können auch welche draufgehen von. Ich bring die einfach mal irgendwo in Sicherheit. Bringen sie doch am besten wieder in dein Haus. Oder in den Garten. Dann sterben sie nicht so. Eigentlich wollte ich die ja mal auf die andere Seite der Karte bringen, wo ich so selten bin, wo der andere Hund sitzt. Ich glaube, das lasse ich mal lieber sein. Einfach aus dem Grund, weil beim letzten Mal, also als hier Fabi und so angefangen haben, beim letzten Mal Macke zu spielen auf der Karte, habe ich das ja versucht und da muss der Hund mir nachgespawnt sein, direkt in ein Lavabecken rein. Auf die Zeit achten. Ja. Ich würde sagen. Ja, warte mal, lass mich wenigstens. Warte mal, ich will schnell in mein Bett. Ich bin nicht gerade unterwegs. Weil dann vielleicht spawn ich ja mal in mein Bett, anstatt immer außerhalb der Karte. Kann sein, dass er sagt immer blockiert, wa? Kann sein, dass du dein Bett freistellen musst. Auf jeden Fall beende ich hier dann schon mal die Aufnahme und sage tschüss und bis bald. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ihr freut euch hoffentlich auch auf die nächste Folge. Und bis.